Hallo und willkommen bei Hess Games. Wir befinden uns heute mal wieder bei The Forest und diesmal zeigen wir euch in dem Video den letzten Endkampf gegen Megan. Vorher überspringen wir hier nochmal. Aus rein sicherheitshalber, falls man diesen Kampf nicht siegreich gestaltet, kann man dann von diesem Punkt aus nochmal neu starten. Bin dann soweit. Na, mal los. Das ist der lange Gang hier zu Megan. Auf dem Weg dahin gibt es nichts Interessantes mehr zum Einsammeln. Achso, Moment. Das war kurz. Audio hier ein bisschen runterdrehen. Schauen wir uns jetzt mal ganz an. Ist auch schon die kleine Lady. Da scheint sie noch mal den Flugzeugabsturz zu Beginn nachzuspielen. Ganz getroffen, glaube ich. Hier sind die nächsten. Bei mir hinter dir bin ich. Ja, ich hab's gesehen. Jetzt weg.
du dich davon? Mir hat die Antwort sie aber getroffen. Achso. Das hat man nicht gesehen. Hier sind noch mal welche. Thank you.
mich gerade schön erwischt. Erwischt. Gut. So. So, jetzt holen wir noch mal schnell was. So. Hast du mal den schon? Ja, ich hab meinen. Hast du auch so? Hier lang. Dann gehen wir so mal zurück. Genau. Ja, so komplett platt gemacht. Ja, aber ich hab's ja gerade noch mit dem letzten Ding da gekriegt. Du hast doch ein bisschen Rüstung, ne? Nee, ich musste, ja, minimal. Ich habe aber auch wieder auffrischen müssen. Wenn sie jetzt dann noch 5 Minuten weiter gekaspert hätte, dann wäre es eng geworden. Aha. Ja, ja. Da ist der Raum. Oh, ne. Da ist der Raum. Findest du mich nicht? Hier, zurück. Hier lang. Hier. Komm her. Ja, was hast du hier durchs Tor? Ach so, du hast das da festgehalten. Oh. Hier durch. Und da hinten durch. So, jetzt versuchen wir mal Megan gegen unseren kleinen Timmy Boy auszutauschen, den wir Megan hier haben. Diese eiserne Jungfrau Apparatur oder was auch immer reinlegen. Funktioniert natürlich nicht. Ja. Dann hat sie jetzt eine hübsche Karte für einen. Ja, und warum? Weil wir brauchen ein Leben, das ist gut. Dann suchen wir uns dieses Mal, würde ich sagen. So, jetzt können wir diese Tür auch öffnen. Haben wir auch noch mal eine Zeichnung. Achso, die Zeichnung hat ich schon gefunden. Hier braucht man die Karte, die Megan gerade verloren hat. Genau. Damit man den Weg öffnen kann. So. Das nächste habe ich noch ein paar dabei, okay. Musst du essen? Nicht, also wir müssen da durch das Loch. Hier. Ach so, ja, stimmt. So. Wolltest du nicht hier nochmal einen Speicherstand machen? Würde ich sagen. Weil dann machen wir nämlich jetzt hier einen Cut. Und dann zeigen wir euch gleich dann noch, wie die Geschichte gut ausgeht und wie sie nicht so gut ausgeht. Frage, warum hast du noch Stück? Ja. So.
dann bauen wir uns jetzt mal Speicherplatz. Geht nicht. Geht nicht? Also, man kann hier anscheinend nicht bauen. Okay, gut. Schade, natürlich. So, weiter. Ach schade, wenn das jetzt funktioniert hätte, hätten wir das jetzt nochmal aufgeteilt. So. Die beiden verschiedenen Enden. Aber ja, ist ja gut, was soll mal los hier? Echt, kann man nicht spawnen? Nein. Wird rot angezeigt. Das ist wirklich sehr schade. Ja, meine ich noch. Glücklicherweise. Ja, bei meiner wusste ich es leider nicht und darum dachte ich, ja, frisch ich mal auf. So, und auf geht's ja. Das Ganze ist übrigens hier aufgenommen, das Video nach dem großen Dezember XXL Update von The Forest. Und wie ihr gesehen habt, am Kampf gegen Megan, da hat sich jetzt nichts verändert. Es sind keine zwei Megans, dass sie noch schwieriger zu besiegen wäre. So, kann man hier speichern? Nee, da. Ganz am Rand. Ja, warte, ich versuche mal alles. Das wäre natürlich ganz gut. Wenn wir da nochmal einen Speicherstand hin machen könnten. Nee, mach da nicht. Niemals zu großes. Was kann man denn noch als Lager nehmen? Nur das. Für das andere bräuchte man Baumstämme, die haben wir nicht. Und das geht nirgendwo hier hin. Ne. Also jetzt so kein Cut. Dann müssen wir uns wohl dann für ein Ende direkt entscheiden. Na gut, dann machen wir das so. Schade, also hättet ihr nämlich dann beide Enden hier auch bei uns nochmal sehen können. Aber was nicht geht, geht nun mal nicht. Thank you.
Also nebenbei jetzt. Da kommt jetzt eigentlich keine große Supergefahr mehr, sage ich mal so. Ja, geht immer noch nicht. So, jetzt kommen wir ja, zur letzten großen Halle. Kann man natürlich erst recht keinen Speicherstand mehr aufrufen. Ja, schade. Aber nun gut. Ganz genau. Diese Chance nutzen wir natürlich auch nochmal. So, ich kann nicht mehr. Du möchtest das Ganze, dass da was an noch liegt. Nee, ich kann auch nicht mehr aufnehmen. Das können wir hier nochmal kurz gucken. Aber hier ist jetzt auch nichts mehr großartig, soweit ich mich erinnere. Ja, hier drüben auch nicht. Dann gehen wir mal hier weiter Richtung Ende. Also ein Koffer, den man aufmachen kann. Eigentlich ja. Wenn man dann trifft. Können wir ja nochmal drei Leuchtfackeln. Nummer 3. Also nochmal zu speichern. Natürlich wieder nicht funktioniert, ist klar. Das Spiel macht dich, ne? Ja, das sowieso grundsätzlich. Schon von der ersten Minute an. So. Jetzt hier in diesen schicken Aufzug und auf in die nächste Etage. Fahrstuhlmusik müsst ihr euch denken. So, habt ihr die auch bekommen? Da kann er klagen, hier bei Hell's Games würde irgendetwas unterschlagen. Mit einem rausgucken. Jo, der Almödi lässt grüßen. Wir befinden uns hier mitten in der Schweiz. Nee, Quatsch, weiß keiner. Keine Ahnung, wie gesagt, wo das hier genau sein soll. Über den Berg. Muss die Freiheit begrenzen. Wir sind auf dem Berg. So, haben wir, was ist das da? Ach so, da soll wahrscheinlich Schneeflöckchen sein. Ja, wahrscheinlich. So. Ja, jetzt geht es nämlich um Folgendes, liebe Leute. Hier seht ihr jetzt. Ja, Terminal. Und damit können wir jetzt, so wie der rote Kannibale es schon getan hat, ein Flugzeug zum Abstürzen bringen und damit unseren Sohnemann Timmy in Anführungszeichen retten, indem wir ein anderes lebendiges Menschenexemplar in diese Maschine legen.
Das wäre das eine Ende des Spiels. Das andere wäre, wenn ihr hier hingeht und dann hier drückt. Und das bedeutet, ihr schaltet die ganze Anlage einfach ab. Das heißt allerdings auch, ihr bringt kein Flugzeug zum Absturz. Das heißt, ihr würdet euren Sohn zurücklassen und das Ganze hier beenden. Wie ihr euch entscheidet, müsst ihr dann im gegebenen Fall natürlich selbst wissen. So, und wir retten unseren Sohn? Ja, nein? Nein. Möchtest du nicht retten? Nein, weil ich dadurch andere gefährde. Das andere Ende kennen wir aber schon. Aber nur mit dem Ende von Timmy kriegt man Bauchschmerzen. Nicht unbedingt. So. Also willst du das Ende, was wir noch Und würde ich nicht sagen, dann erfahren? haben wir die Sequenz da mit dem Bengel auch drin. Na gut, dann nicht. So, dann gut, haben wir uns für unseren kleinen Lausebub entschieden. Hast du schon gedrückt? Ja. Ja? Dann muss Ich ich ja glaube ja, drücken. oder? Du musst ja Ja. beide drücken. Drück du nochmal. Ich kann nicht mehr. Du musst. So, jetzt wollen wir den Flieger hier runter. Wie gesagt, wenn ihr das andere Ende wählt, tja, dann geht ihr halt den Weg jetzt noch weiter bis nach draußen. Dann seht ihr, wie oben das Flugzeug an euch vorbeifliegt und wie ihr dann diesen Fotofetzen, den ihr hier gerade von Timmy hattet, wie ihr diesen zerreißt. Ansonsten Verbrennt. passiert da, ja, verbrennt. Ansonsten passiert da nicht wirklich irgendwas Spektakuläres und ihr könnt danach ganz normal weiterspielen dann. So. Wir haben das Flugzeug jetzt runtergeholt. Dementsprechend unseren Bengel gerettet. Und jetzt müsste die Endsequenz auch schon kommen. Zweitausend Jahre später. Naja, stimmt aber was anderes. My next guest is a TV star, author, and real-life plane crash survivor. Here to talk to us about his new book, Rescue, along with his son, Timmy. Please, give it up for Eric LeBlanc. Nice to meet you, man. That's one hell of a story. So let's jump right into it. You've written a harrowing tale of survival and adventure with a plane crash. Look, you can see it on the cover. I feel like you're really blurring the lines here between fact and fiction. Oh, is that the axe? Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. Come on, don't leave me hanging. Come on, everyone. All of you want to see this too, right? What do you say? Well, come on, everyone. Yes! All right. Grab Timmy and let's head on over. Watch your step now. I got my axe. Where do you hold this thing? Oh, like this? Here we go. Okay.
das ist jetzt die neue Sequenz seit dem 9. Dezember, die XL-Update. So, da sind wir nochmal ganz kurz aus dem Off. Und zwar folgendes, nochmal kurz zur Erklärung für alle, die von der letzten Sequenz jetzt nichts verstanden haben, weil es auf Englisch war. Wir sind also, nachdem wir Timmy gerettet haben, ein Jahr später in eine Talkshow eingeladen worden mit unserem Sohnemann, da wir scheinbar ein Buch über unsere Erlebnisse geschrieben haben. Dort sollten wir dann auch eine kleine Demonstration vorführen, wie wir einen Baum fällen. Mitten in dieser Demonstration ist dann unser Junge umgefallen mit scheinbaren Anfällen. Und das war auch das Ende der ersten Sequenz. Neu scheint die zweite Sequenz zu sein, die seit dem großen Dezember XXL Update von The Forest dazugekommen ist. Und zwar haben wir da Timmy im heranwachsenden Alter gesehen, der scheinbar mittlerweile alleine lebt und immer noch mit seinen Mutationen kämpft. Ob dies nun als Spoiler anzusehen ist, ob da ein zweiter Teil von The Forest kommt oder ob es einfach nur von den Machern dazugefügt wurde, um das Ende nicht ganz so bitter aussehen zu lassen, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen. Nachdem wir dieses Spiel dann also durchhaben, haben wir gesehen, es ist auch nicht mehr möglich, wenn man dieses Ende wählt, wo man Timmy rettet, ist es auch nicht mehr möglich, noch in der freien Welt weiterzuspielen. Das heißt, nach dem Video, was ihr da gesehen habt, kommt dann noch die Auflistung der Entwickler, ein bisschen Musik und danach wechselt ihr zurück ins Hauptmenü. Wenn ihr dann nochmal auswählt, weiterspielen, startet ihr vom letzten Speicherpunkt, der in unserem Fall jetzt vor dem Endkampf war. Es gibt also scheinbar nun keine Möglichkeit mehr, in der offenen Welt weiterzuspielen, wenn man sich für die Rettung von Timmy entscheidet. So, das soll es aber nun gewesen sein, nochmal mit diesem kurzen Infoanhang. Und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.